Wir haben heute unser letztes Jury-Casting des Jahres 2022 und gleich kommt auch schon die letzte Sängerin dieses Castings. Aber vorher wollen wir noch einmal unsere drei Megatalente aus der Jury feiern. Ilse, Florian und Tobi haben auf der Casting-Tour alles gegeben, vor allem auch tänzerisch. Bei den Tanzeinlagen galt immer, Ilse kann es und ihre beiden großen Jungs, naja, die würden es gerne können. Wir hatten Lamas, alte Kisten und ein zartes Lachen. Dein Lachen kriegst du schon mal dreimal, ja. Der Tobi ist in seinem Film. Der sagt so, oh, was ist hier los? Hier war die Musik los. Ist ja auch kein Wunder, wenn man drei solche Charthelden in der Jury hat, dann wollen die natürlich auch mal Mucke machen. So nah wie in diesem Jahr war noch keine Jury je an den Talenten dran. Immer mit ganzem Herzen voll dabei. Und so wurde jeder Auftritt eine kleine Riesenshow. Und noch ein Highlight, Florians Geburtstagsfestival. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass hier Ilse und Tobi mir ein Ständchen gespielt haben. Aber es gab auch viele bewegende Momente, in denen unseren fröhlichen drei plötzlich ganz still ums Herz wurde. Wir werden hier verwöhnt. Ja, ist doch Ehrensache. Oh. Wow. Oh nein, Leute. Nein, Kaiserschmarrn. Wow. Ich seh's schon. Eine bayerische Brotzeit, Weißwürstel. Habt ihr Bock auf Eis? Da gibt's unser Eis. Super lecker. Foodkoma. Ich glaube, ich werde ganz fett hier bei DSDS. Die Sorge war ganz unbegründet. Es gab ja Fitness ohne Ende. Gehen einfach ganz nach unten, dann nach oben und den Po richtig zusammendrücken. And stretch. Das knackst, ist es normal. Ja, wenn man zu lange am Puls sitzt. Aber auch die Seele wurde trainiert. Ich wollte ein bisschen gute Energie mitbringen und hier ein bisschen ausräuchern. Und dann das Thema Styling. Hast du dich extra so schick gemacht hier für DSDS? Das haben sie alle. Du siehst toll aus. Das ist für mich Entertainment, Freude, Abenteuer, Spaß haben, Leidenschaft. Und ich glaube, so viel Spaß hatten wir mit der Jury noch nie.